Erdbeeren. Ruby! Ruby Bell! Jetzt aber ganz ruhig. Lass es passieren. Wer ist diese Ruby Bell? Familien wie die Beauforts haben seit Generationen mehr Geld und Macht als so manches Königshaus. Für sie stehen alle Türen weit offen. Ich bin für sie unsichtbar. Ich habe sofort erkannt, was für eine Superkraft das ist. James Beaufort verkörpert alles, was in der Welt der Reichen nicht stimmt. Überdimensioniertes Privileg, Arroganz und Ignoranz. Und bisher habe ich es immer geschafft, dass mindestens ein Raum für Menschen zwischen uns liegt. Robin, richtig? Ruby. Ich wusste irgendwas mit R. Du weißt nicht. Ich kenne deinen Namen, das war's. Ich bin der Dias Bruder. Wir sind im Philosophiekurs. Hast du in Suns Büro gesehen, was ist hier passiert? Mehr als 10.000 sind nicht drin. Aber wenn du besendet schwörst, dich jetzt weiter durchgehst. Wow. Du bist ein noch größerer Arsch, als ich dachte. Das ist dein Ernst? Wir fahren jetzt neu. Ist jetzt ein tägliches Ritual? Nehmen wir uns wieder Geld in die Hand. Oh, jetzt hör auf, verdammte Tipps. Und sag nichts, wenn du für mich empfängst. Jetzt gerade würde ich mich mit einer einfallenden Verfügung zu bringen geben. Fahr zur Hölle, mein Freund. Ist das deine Vorstellung von der Gitarre? Dreh dich dir in die Weichteile. Was wolltest du von Alistair? Gar nichts. Keine Ahnung, was du vorhast, Bell. Alles mir inzwischen. Guck mal, wie du kann jemand wie uns nichts anhaben. Ich sage niemand. Also drück dich mich an. Zwischen mir und meiner Empfehlung für Oxford steht nur noch diese Nacht. Und ich werde dafür sorgen, dass alles, und ich meine alles, glatt geht. Lexington möchte, dass wir dieses Jahr die Lacrosse-Mannschaft in diesem Video aufnehmen. Dann ich finde, dass es ja nicht mehr sehen soll. James, verschwitzt noch über den Fluss. So hätte ich mir das vorgestellt. Danke, Sir. Wisst ihr eigentlich, Gary, wie viele Leute sich den Arsch aufgerissen haben für diese Feier? Naja, du wolltest ja kein Striptease von mir. Hab ich mir gedacht, vielleicht ist einer der Typen hier mehr nach deinem Geschmack. Wenn ich schon nicht dafür sorgen kann, dass du die Klappe hältst, dann wenigstens dafür, dass niemand dir glaubt, wenn du den Mund offen hast. Hey. Lexington möchte dich sprechen. Beide. Sie haben mich heute Abend beide. Schwer enttäuscht. Sie sind mit sofortiger Wirkung vom Lacrosse-Team suspendiert. Und Ihr Empfehlungsschreiben, Miss Bell, ist gestrichen. Es sei denn, es gibt noch etwas, was ich über diese Situation wissen sollte. Nein, Sir. It's a dangerous game.
Wenn das so ist, wird Mr. Beaufort seine dazugewonnene Zeit in das Veranstaltungskomitee investieren, um seinen Fehltritt wieder gut zu machen. Dann sehen wir weiter wegen Ihrer Empfehlung, Miss Bell. Das ist unzuverlässig und arrogant. Wir leben miteinander gemeinsam. Was habe ich mir von jemandem wie dir befehlt? Weil du ein Wurf von Bestie. Ganz genau. Du kannst sie so rumtönen, wie du willst. Ich habe keine Angst vor dir. Ich mache einen verdammt guten Job in diesem Komitee und ich werde dir nicht zulassen, dass mir meine Chance raus in das Haus. Du willst Krieg, Ruby Bell? Kannst du ahnen? Du kannst sagen, dass Ruby Bell sich wünscht, sie hätte diese Schule betreten. Provozier sie nicht. Weil sie bis jetzt nicht galt, hat das reines Glück. Sie denkt, sie hat gewonnen. Warte, dass ich aus der Offensive gehe, aber sie hat keine Ahnung, mit wem sie sich anlegt. Dieses Spiel gewinnt sie nicht. Okay, wer hat noch Input für Kirons Plakat? Rosale wäre das perfekte Setting für eine viktorianische Party. Wer von euch ist für die viktorianische Idee? Sollen wir mal gegenzählen? Beaufort ist eine der ältesten Luxusmarken Englands. Wer die Kappe zieht, redet mit Beaufort. Wir würden gerne ein paar Fotos davon machen, fürs Plakat. Das klingt nach einer richtig guten Idee. Könntest du deine Eltern fragen, ob wir dafür nicht sammeln dürfen? Tut mir leid, das kann ich leider nicht. Niemand würde sich für dich interessieren, wenn du kein Geld hast. Es ist klar, dass du nach einer Vernunft handelst, bei der nichts anderes zählt. Tut mir leid. Leute, bitte. Du wirst den Rest deines Lebens nichts anderes tun, als einen Wohlstand und einen Ruf zu repräsentieren, zu dem du rein gar nichts beigetragen hast. Weil so viel Geld gibt es wahrscheinlich keinen Bedarf für eigene Ideen oder Ideale. Dein Name, dein Erbe, deine dummen kleinen Streiche, das zeigt doch nur, wie leer du bist. Und deswegen wird sich nie jemand für dich interessieren. Sondern nur für dein Geld. Oder tun wir immer noch so, als wäre es noch einmal im Oxford-Vorbereitungskurs zwischen dir und Ruby abgegangen? Da ist nichts abgegangen. Sie hat einen ziemlichen Treffer ineinander gelassen. Sie habe ich vorher aber auch noch nie so außer Kontrolle gesehen. Zufall. Freizeitbericht erstatten. Ich wollte dir sagen, dass du recht hattest. Ich kenne dich nicht. Ich habe dich absolut daneben benommen im Oxford-Kurs. Es tut mir leid. Die viktorianische Party war wirklich die bessere Idee. Wie läuft's mit dem Kleid? Ist es verbrannt? Okay, dann. Ist Montag. Und schönen Gruß an Lexington. Wie langweilig. Würde ich jetzt
that's my love. She hides away like a ghost. Ooh, does she know that we bleed the same? Ich bin nicht sicher, ob das hier das Image ist, das Beaufort nach außen hin repräsentieren soll. Nicht für ungut, aber das ist das Kleid einer Königin. Ich gehe mich um sie. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sondern wenn ich von Demütigung für mich. Das ist toll auf dem Foto. Ich hab dir gesagt, dass ich alles dafür tue, hier nicht aufzufallen. Und du plakatierst Max noch mit meinem Gesicht. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir zum Freund zurückkehren. Ich bin voll. Zur Zeit, als du noch nicht wusstest, dass es mich gibt. Just come home. Ich habe mich wie ein Arsch verhalten am Samstag. Das weiß ich. Aber das hatte nichts mit dir zu tun. Mein Dad und ich, wir... Ich war dir peinlich. Ich war mir peinlich. Ich habe die Plakate drucken lassen, um dir zu zeigen, dass ich nicht so bin. Wie? Jemand, der Menschen, die er mag, wie Dreck behandelt. Ganze Schule. Die lachen nicht. Ich wollte wissen, wer dieses Mädchen ist. Und ich finde, sie sollten es wissen. Es ist viel zu besonders, um mich vor irgendwem zu verstecken. Es sollte trotzdem meine Entscheidung sein, oder nicht? Was du heute in der Schule gesagt hast. Was, wenn ich nicht zum Feuer zurück will? Du schmeißt eine Party fürs Lacrosse-Team. Ich weiß, wie die Jungs wirken können, aber wenn du sie erstmal kennenlässt, sind mega korrekt. Alles ist ja sowieso schon. Wenn dann Max ein Haus ins Partys, das ist deine Welt. Ich passe da nicht rein und ich will's auch nicht. Ich hab meine eigene und die bleibt nur heil, wenn ich mich voll konzentriere und mich von Leuten wie dir und Siri fernhalte. Wenn ich unsichtbar bin. Du bist nicht mehr unsichtbar. Nicht für mich. Hier, ich bin raus, mein Tor. Dieses Kleid wurde für dich gemacht. Nur 200 Jahre zu früh. Trag's bei der Spendengala. Du siehst so schön drin aus, hab's nichts zu tun. JMB. Zum Teufel, wie geht James Beaufort? James hat mich zu einer Party eingeladen. Und? Ist er? Zurück unter deinen Stein kannst du eh nicht. Der heißeste Typ der Schule will dich, dann geh halt verstockt und verknallt dahin, so wie du bist. Scheint der James eh nicht zu stören. Okay.
Slowly I move my days and lose another week. Another week. Wrapped in defeat, like a hanging piece. Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache, Percy. Nähe und Distanz schließen einander nicht zwangsläufig aus. Man kann sich Menschen nah fühlen, die kilometerweit von einem entfernt sind. Oder bemerken, dass man jemanden vertraut, den man vor nicht mehr zwei Wochen noch meinte zu hassen. Ruby Bell, kann es sein, dass du versuchst, mit mir zu flirten? Ich glaube, das ist die erste Schulparty, auf die ich mich wirklich freue. Vielleicht verzichtest du auch eine mögliche Stunde später. Na, dann schaffst du es vielleicht auch noch rechtzeitig zu Rubys Geburtstag. Ich hoffe, du bist fertig. Dann kommt auf jeden Fall gut. Ich meine, wir müssen uns ja ersten Tanz haben. First and Happy Birthday. Wir launchen unsere neue Linie Young Beaufort und Dad will, dass ich den Chef des Pressverbands kennenlerne. Ich habe das Recht im Vorbereitungskurs. Ich bin nicht mehr als mein Name. Ich habe all dieses Glück, all die Chancen auf dem Papier, aber nichts davon ist meine Entscheidung. Was wünschst du dir denn? Was würde dich glücklich machen, wenn du alles tun könntest, was du willst? Ich glaube, im Leben geht es darum, sich auf diese Gedanken festzulegen. Herauszufinden, wofür man wirklich brennt. Es wird immer etwas geben, was wichtiger ist als das, was wir wollen. Was wir entscheiden, was wichtig ist. Wo zum Teufel ist James? Da, wo er hingehört. Ich habe mit Lexington gesprochen und übt. Wenn die Party heute Abend so läuft, wie erwünscht, darfst du ab sofort zum Oslo Crossfit. Es war dann wohl deine letzte Abendsammlung im Buscafé. Es hat mich gefreut, mit dir zusammenzuarbeiten. Das klingt, als würdest du dich von mir verabschieden wollen. So sieht das also aus, wenn du weißt, was von dir erwartet wird. Darf ich fragen, wie deine Zukunftsvision mit dieser Person aussehen? Und noch einmal über Ruby sprechen. Du wirst nie wieder ein Wort mit diesem Mädchen wechseln. Es kostet mich einen Anruf und sie verliert ihr Stipendium. Damit sie ein gutes Wort bei Lexi für mich einlegt. Was war an dem Abend? Gar nichts. Sein Vater aus Kassel. Ich gebe nicht ein, irgendwas über meine Familie zu wissen. Hast du gedacht, dass wir seit Kindheit immer Blumen von der Familie aus? Es war nur ein Kuss. Dass du nicht ernsthaft geglaubt hast, jemand wie ich, jemand wie dir, das jetzt sein könnte. Warum bist du so? The love I give to you. Tut mir leid, wenn du nicht kapiert hast, was das hier war. Aber es ist Zeit, dass wir zum Vorher zurückkehren, Robin. Yeah.
You gotta let yourself be let down.
screaming on the phone. Wozu das alles? Ich bin wegen dir. Expecting you to be somewhere. Er hat eine Gefahr für seine Welt in dir gesehen. Und hat er recht. Er hat geschworen, dein Leben auseinanderzunehmen, wenn ich es mit uns nicht beende. Ich weiß, dass ich dich nicht vor ihm beschützen könnte. Du hast jemanden verdient an deiner Seite, der dich beschützt und eine Familie, die dich mit offenen Armen empfängt. Und ich kann dir das nicht bieten, ich kann dir gar nichts bieten, außer ein Haufen Probleme, von denen ich manchmal selber weiß, wie ich sie lösen soll. Warum hast du mir das nicht erzählt? Es ist nicht dein Job zu entscheiden, womit ich klarkomme. Ich wollte nicht, dass er dir fehlt. Ich habe keine Angst vor ihm. Du weißt nicht, wozu er in der Lage ist. Eure Mutter hatte einen Hirnschlag. Cordelia ist tot.